Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Beyond. So, ich habe mir ein bisschen Sachen geklaut. Ich habe mir zwei Enderperlen geklaut und zwei Enderchests von Mavia. Ich hoffe, du bist mir nicht böse, aber ich brauche die irgendwann demnächst. Und ich habe mir zwei Endstone geklaut, damit ich meine Enderlilies anpflanzen kann. So, hier habe ich schon was vorbereitet für weitere Solarzellen. Wir brauchen nämlich einen Haufen Solarzellen und am besten sogar die Dreier schon. Solar. Also die Dreier wären optimal. Und deshalb müssen wir hier einiges bauen. Hallo? Ne, die Dreier wollte ich. So, die brauchen wir Lapis, Glas und Spiegel. Wir haben kein Lapis und wir haben keinen Redstone mehr. Obwohl ich davon irgendwann mal viel hatte. Und deshalb müssen wir jetzt... Moment, ich habe mal gerade... Ja, ich habe keinen Modifier mehr frei. Schade. Müssen wir jetzt auf jeden Fall... Moment, ich mache mal das hier noch raus. Wieder in den Untergrund gehen. Und da uns Zeug farmen. Das brauchen wir alles nicht. Die Axt brauchen wir auch nicht. Schaufel nehmen wir die mal mit. Spitzhacke, Excavator. Ein Schwert wäre noch gut. So, Eisen. Außerdem habe ich sowieso so gut wie alle Ressourcen hier schon verarbeitet. Ja, hier läuft gerade nur noch ein bisschen Glas durch. Das Lead oder Lead, je nachdem, könnten wir hier noch reinmachen. Und dann ja, müssen wir jetzt in den Untergrund. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich zu der Kiste gekommen bin. Doch, ich weiß es. Durch unsere... ja, hier habe ich alles gechiselt. Ja, dass es schon mal relativ gut aussieht. Natürlich noch nicht richtig gut. Das kommt noch. So, also wir müssen auf jeden Fall uns Zeug farmen. Sonst wird es nämlich nicht weitergehen. Okay, da war nix. Irgendwo hier hinten ging es nach unten. Aber nicht hier. Ah ja, hier kommt das Wasser. Genau. Hallo, ist zu tief. Mal gerade hier noch ein bisschen höher. So. Gut. Also gut. Dann muss hier irgendwo die Kiste sein. Da gibt's Eisen. Aua, da gibt's Schramm. Aua! Was gibt's da? Da gibt's eine weitere Höhle oder nicht? Sieht so aus. Nice to know. Wow, sogar einiges an Quarz. Eigentlich sollte ich noch Silk Touch auf meinen den hier draufhauen. Also auf den Hammer. Damit ich hier nicht so viel Zeug verliere. Habe aber keinen Slot mehr frei. Hä, Gold? Wie tief sind wir denn? Ja, mir soll es recht sein.
Werde mich nicht beschweren, dass hier so viele Ressourcen rumliegen. Das kann jemand anderes machen. So, ach, da wäre noch mehr. Da ist noch mehr. Und da ist noch mehr Sachen. Uhuhu. So. Also gut, haben wir hier auch bisschen was rausgegraben. Was bist du? Kohle. Nehmen wir mal mit. Kohle haben wir nämlich auch keine mehr. Die haben wir alle im Generator verballert. Ja, war halt notwendig. Hier war ich wohl noch nie. So viel Zeug, wie die hier rumliegt. Okay, passt auch. Auch nee. Also was ich wirklich mag, ist diesen Hammer. Mit dem kann man einfach viel zu schnell abbauen. Also, ist jetzt nicht negativ gemeint. So, wir brauchen so. Wir brauchen Redstone, Lapis, all die Sachen, die wir eben im Moment nicht haben. Ich brauche hier ein bisschen mehr Platz, ich bin zu groß. Aber bei der Kiste waren wir jetzt trotzdem nicht. Steht die da unten? Ja, toll. Und ich habe natürlich den Ding vergessen. Beziehungsweise habe ich den absichtlich nicht mitgenommen. Oh, Quarz. Den. Muss mal gerade gucken, ob ich das auch so wegkriege. Aber wahrscheinlich bloß ein Block. Ja, natürlich. Den Axt habe ich natürlich nicht mitgenommen, weil ich dachte, oh, brauchst du sowieso nicht. Ich müsste eigentlich 6 Holz haben. Ah, jetzt. Ah, hier ist unsere Kiste. Hier haben wir schon einiges gemeint. So, da haben wir Holz, da haben wir Kohle, Fackeln und eine Hose. Aber ich habe mir, glaube ich, eine Eisenrüstung gemacht. Genau. Ich wollte mir was jetzt machen? Kisten. Kisten. So. Eine Doppelkiste. Dann haben wir den. Warte mal, auf welcher Höhe sind wir? 9. Das ist eigentlich ideale Redstone-Höhe. Dann laden wir hier doch mal aus kurz. So.
Und natürlich haben wir auch, doch hier ein Bronze-Ingot haben wir noch. Ist immer doof, das vergesse ich nämlich immer. Ich vergesse immer Bronze mitzunehmen, damit wir unser Werkzeug wieder reparieren können. Können wir denn lang und farmen? Hier. Müssen wir uns einfach irgendeinen Spot suchen. Und hoffen, dass da Redstone ist. Warum ist hier so viel Lava? Hier, Redstone. So, und wenn ich hier jetzt natürlich einen Dings hätte, dann... Uiuiui. Bin ich zu hoch? Einen Silk Touch auf meinem Hammer wäre das noch geiler. Oh, Gold. Das sagen wir doch nicht, nein. So. Gehen wir gerade hier. Nein, das wollte ich so jetzt nicht unbedingt. Aber es ist interessant zu sehen, dass da hinten Gold ist. Und Redstone. Dann gucken wir mal, ob wir hier auch höher kommen. Gold habe ich mir erträumt. Redstone ist aber wirklich da. Habe ich davon auch was gekriegt? Ah, hier waren wir schon mal. Gut zu wissen. Können wir hier wieder zumachen. Okay, dann gehen wir halt mal in diese Richtung. Oh. Nein! Die Emeralde weg! Ach. Oh, Scheiße. Essen. Essen. Leben. Bitte leben. Ach, fuck, Alter. Da war ein Emerald oder zwei. Hätte ich gerne gehabt. Hier sind voll viele Lavafelder. Ist doch Gold, oder? Ja. Diamant. Da haben wir noch Lava. Alles schön vorher wegmachen, bevor die Diamanten da reinfallen. Das mit der Lava finde ich ein bisschen nervig. Muss ich echt mal gesagt haben. Oh. Ne, das war das andere. Sieht aus wie Lapis, ist es aber nicht. So, wir gehen mal in die Richtung. Guck mal, was da auf uns wartet. Ich fühle mich so ein bisschen wie im Bergbau. Ist es ja auch. Oh, hier ist schon wieder Lava.
So. Wir finden leider nicht das, was wir finden wollen. So, jetzt bin ich hier direkt unten drunter unter so einem anderen Weg. Das ist ein bisschen ungeschickt. Weil da brauchen wir ja nicht meinen, da wissen wir sowieso, dass nichts ist. Unter dem anderen Weg. So, bin ich jetzt schon wieder voll? Lapis. Na, endlich. Mal wieder ein bisschen. So. Das ist kein Lapis, ja? Sieht genauso aus. Das finde ich ein bisschen kacke, Alter. Redstone nehmen wir gerne mit. Deshalb sind wir auch hier. Oh, Gold. Nehmen wir auch mit. Da, jetzt ist gleich unser Hämmerchen kaputt. Sagte ich doch. Du. Hallo? Wo? Mir geht es durch Mark und Bein, Alter. Wo bist denn du? Da. Oh, der ist kaputt, der macht nichts. Alter, ist ja krass, wenn der Hammer kaputt ist, dann macht er auch nichts. Also dann ist er auch nicht so gut. Hat er nicht mal den Attack Damage. Dum, 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 dum. So, einmal können wir noch meinen gehen. Aber ich glaube, ich gehe mal hier direkt in die Richtung. Dann weiß ich, ob es hier was gibt oder nicht. Und vor allem scheinen da Lavaseen noch etwas geringer zu sein. So, also wir werden jetzt noch ein bisschen meinen und dann probieren in der nächsten Folge. Ups, warum ist da Wasser? So, wir wollen ja dann. Das war ja sehr intelligent. Ich möchte das Redstone haben. Wir werden dann probieren, in hoffentlich der nächsten Folge, also so schnell wie möglich,
uns diesen Bilder zu bauen, weil mit dem können wir auch meinen. Dann müssen wir das nämlich nicht mehr selber machen. Deshalb habe ich mir auch die Ender-Chest von Mavia geklaut. Ui, hier ist schön. Damit wir, wenn das soweit ist, da kommt bestimmt gleich irgendwo Lava. Na, geduldet sich. Dass wir dann auch Dings da machen können. Jo, Lapis. Damit wir uns. Hier ist gut. Hier würde ich gerne noch ein bisschen bleiben. Aber so lange reicht unser Hammer auch nicht mehr. Was ist denn hier schon wieder los? Da gibt es so viele Ressourcen. Hier ist nichts. Damit wir eben auch unsere Stromversorgung generieren können, brauchen wir ja auch einen Haufen Zeug. Alter, die müssen ganz nah sein. Wenn die jetzt plötzlich alle vor mir stehen, dann habe ich die Arschkarte. Draconium. Oh. Ich habe zwar keine Ahnung, was ich damit anfangen kann. Aber ich glaube, das kann ich ja gegen bei Mavia eintauschen. So, auf dem Spot war jetzt so viel, dass jetzt wieder erstmal nichts mehr kommt. Aber ich sollte essen. Ich habe nur noch ein halbes Herz. Halbe Keule. So, ich werde noch ein bisschen farmen. War jetzt nicht so interessant. Aber ihr habt erfahren, was wir als nächstes tun werden. Noch mehr Draconium. Genau, also ihr habt erfahren, was wir als nächstes tun werden. Und da ist Bedrock. Und von dem her wünsche ich euch eine recht gute Zeit und wir sehen uns in der nächsten Folge hoffentlich wieder. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.